Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Trophäenvideo. Detroit Become Human bietet nicht nur jede Menge Entscheidungsmöglichkeiten, sondern auch eine ganze Reihe an Trophäen. Und beachtet bitte, dass die Trophäen immer erst am Ende des Kapitels im Ablaufdiagramm aufploppen. Kara und Alice kommen nicht zur Ruhe. Heute dreht sich alles um die Flucht aus dem Haus. Für diese Trophäe müssen Kara und Alice zuerst einmal das Haus von Zlatko erreichen. Hier muss es sein. Dieser erklärt sich schnell bereit, den beiden zu helfen und führt sie deshalb in den Keller. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Irgendwie, ich habe ein schlechtes Gefühl. Er ist etwas komisch, aber wir können ihm bestimmt trauen. Wir haben ohnehin keine andere Wahl. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Auf dem Weg dorthin solltet ihr euch gut umsehen, um einen Weg für später freizuschalten. Hier lang bitte. Im Keller stellt ihr fest, dass Zlatko ein Betrüger ist. Ihr müsst euch als erstes von der Maschine befreien, damit ihr fliehen könnt. Eure nächste Aufgabe besteht darin, Alice zu finden. Auf dem Weg aus dem Keller solltet ihr auch die Zelle öffnen, die ihr zuvor gesehen habt. Hilf uns. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat.
Kessler, komm. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine an und schaue, was ich mit ihr mache. Verstanden, Slako. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Habt ihr den Keller verlassen, startet ein Timer. Ihr müsst Alice innerhalb der angegebenen Zeit finden und dabei auch noch unentdeckt bleiben. Seht euch überall gut um und interagiert mit so vielen Objekten wie möglich, um Wege für später freizuschalten. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Was machst du da? Du tust mir doch nicht weh? Nein, 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 das tust du nicht. Ich suche ein kleines Mädchen. Hast du sie gesehen? Ein kleines Mädchen? Nein, nein, nein. Hab's nicht gesehen. Nein. Nein, natürlich nicht. Sie ist nicht geladen. Ein Supermarkt in Detroit wurde in der vergangenen Nacht überfallen. Eine junge Frau in Begleitung eines kleinen Mädchens bedrohte den Kassierer mit einer Waffe. Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Habt ihr Alice gefunden, müsst ihr das Haus verlassen. Versteckt euch dazu, wenn es nötig ist, und meistert am Ende eurer Flucht die Quicktime-Events. Hol jetzt die Kleinen. Sofort, Slako.
Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein! Sie muss hier irgendwo sein! Worauf wartest du noch? Such sie! Scheiße! Wo sind sie? Lurfa! Finde sie! Verdammt nochmal! Verdammter Android! Ich hätte ihn direkt auseinandernehmen sollen. Abweichler, die machen nichts als Ärger. Miststück! Komm raus! Hol die Taschenlampe. Sie liegt auf dem Tisch. Komm schon, komm raus. Hey, ich werde dir nichts tun. Ich möchte nur mit dir reden. Das Versteckspiel ist jetzt vorbei. Seid ihr im Freien angekommen, bekommt ihr Hilfe von Luther und die Trophäe gehört euch. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein, nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es wagen? Fällt euch ein. Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Oh.
Okay. Ich vertraue dir. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Dann lasst doch gerne ein Like da und einen lieben Kommentar. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free to Play.